Hallöchen ihr Lieben zu einem neuen kleinen Mini-Let's Play-Projekt. Wir spielen eine RPG-Maker-Adventure, würde ich sagen, Demo, nämlich The Tower von Awesome Totoro, extra hier für den Channel gemacht. Und deswegen habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Ich habe schon einmal reingeschaut und es hat mir auch sehr gut gefallen. Und deswegen habe ich gesagt, das spielen wir jetzt mal. Ich werde das in einem Zug aufnehmen, kann aber sein, dass ich das dann schneide, wenn es sehr lang wird. Ich kann nicht so genau beurteilen, wie lang es wird. Deswegen starten wir doch jetzt einfach mal. Eine kurze Einführung in die Spielsteuerung und Mechanik. Benutze die Pfeiltasten, um dich in alle Richtungen zu bewegen. Benutze Enter oder Space, um dir Gegenstände genauer anzusehen, mit Menschen zu sprechen oder andere Aktionen durchzuführen. Benutze Escape, um das Menü aufzurufen. Diese blinkenden Pfeile zeigen Orte an, an denen optionale Dialoge geführt werden können. Du musst diese Gespräche nicht zwingend führen, sie geben dir jedoch weitere Hintergrundinfos zur Geschichte. Die blinkenden roten Kugeln kannst du anklicken, wenn du einen Hinweis zur Lösung eines Rätsels oder einer anderen Spielproblematik hast. Aber jetzt viel Spaß mit The Tower. Na, das hört sich doch gut an. Das sieht ja schon mal sehr, sehr süß aus, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal einen Zug in einem RPG-Maker-Game gesehen habe. Da sind wir also, am Fuße des Turms. Bist du dir immer noch sicher, dass es eine gute Idee war, den Auftrag anzunehmen? Ja, als Elitetruppe Ihrer Majestät wäre es eine Schande, einen Auftrag wie diesen abzulehnen, gerade weil er so gefährlich ist. Das sehe ich ähnlich. Sei nicht immer so ein Angsthase, Tina. Bin ich gar nicht. Es ist nur... Dieser Turm bereitet mir Unbehagen. Ich meine, er ist einfach so aufgetaucht. Aus dem Boden hervorgewachsen. Wer weiß, was uns da erwartet. Nun... Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Prolog 1.1 vor dem Turm. Es geht also scheinbar um einen mysteriösen Turm, der einfach aus dem Nichts aufgetaucht ist. Ah, wir können auch rennen mit Shift, genau. Und momentan können wir uns hier nichts anschauen. Ich drücke Spacebar, aber da scheinen sie nichts zu sagen. Okay, aber man muss auch nicht unbedingt immer was zu sagen haben zu einfach einem Klotz an. Oh, das hier scheint so ein optionaler Dialog zu sein, dann können wir das ja mal ausprobieren. Also, ich finde, dass es hier sehr schön ist. Vielleicht haben wir von diesem mysteriösen Turm ja gar nichts Schlimmes zu erwarten. Aber vielleicht will man auch nur, dass wir so denken, um uns in eine Falle zu locken. Du siehst Gespenster, wo keine sind, Tina. Warum bist du überhaupt in dieser Truppe, wenn du dir immer vor Angst in die Hosen machst? Ach, lass mich doch in Ruhe, du Idiot. Ich muss dich ja wohl nicht an den Vorfall am Unkberg erinnern, oder? Moment mal, das war eine Monsterratte, die mich da angegriffen hat. Mindestens 3 Meter lang. Monsterratte? Es war eine winzige Maus. Wir konnten 1,5 Stunden nicht weiter, weil du dich geweigert hast, an dieser Kreatur des Bösen vorbeizugehen. Jetzt hört schon auf. Wir haben hier was zu erledigen. Schon vergessen? Die sind mir ja schon mal sympathisch. Ein Fass gefüllt mit Regenwasser. Aha, hier haben sie jetzt auch schon was zu sagen. Stimmt, sagt Sie auch was bei dieser Person, die auch gleich zu uns kommt. Was macht ihr drei Grünschnäbel denn hier? Wir sind hier, um im Auftrag Ihrer Majestät den Turm und dessen Ursprung zu erkunden. Den Turm? Hört mir mal zu. Von dem Turm lasst ihr lieber die Finger. Er strahlt eine böse Aura aus. Böse Aura? Was meinen Sie, Mr. Griffith, mein Name. Und ich sage euch, dieser Turm ist mir nicht geheuer. Seit über 30 Jahren wohne ich nun hier und mittlerweile kann ich es in den Knochen spüren, wenn etwas Böses im Gange ist. Umso wichtiger, dass Ihre Majestät davon erfährt. Ich habe euch gewarnt. Dum dum dum. Ja, er hat uns gewarnt. Was wollte der denn? Uns offensichtlich vor diesem Turm warnen. Ich habe ja gleich gesagt, dass da was faul ist. Wir ziehen die Sache jetzt auf jeden Fall durch. Mal sehen, was uns erwartet.
Ja, ich meine, wenn man natürlich im Auftrag der Majestät unterwegs ist, kann man nicht einfach sagen, ach nee, ich habe jetzt Angst. Eine Vogelscheuche? Oh, hier sind Gräber. In tiefer Trauer, Joanne Griffith, rest in peace. Obadiah Griffith. Aber ich weiß nicht, ob man mischen würde. Eine deutsche Inschrift und eine englische? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Oh, die gehen da nicht rein. Ich hätte wenigstens geklopft oder so. Hier kann man auch nichts angucken. Vielleicht hier. Ein Brunnen, dessen Grund nicht zu sehen ist. Okay. Was ist? Hä? Oh, ups. Ein Stein. Das war knapp. Ja. Oha, was ist das? Oh nein, ein Rätsel. Oh, ich gehe da jetzt mal ran und gucke mir das an. Drücke Enter oder Space, um von Plattform zu springen und so den Abgrund zu überwinden. Aber Vorsicht, Diagonale oder Sprünge, die weiter als ein Feld sind, kriegst du nicht hin. Es könnte sein, dass einer der 1000 möglichen Sprünge irgendwo noch ein Fehler ist. Solltest du einen finden, bitte gib Nachricht als PN bei YouTube an Awesome Totoro. Vielen Dank. Alles klar. Ach du Scheiße, okay. Nee, das ist nicht gut. Da kommen wir auch nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Das ist zu weit. Okay. Sekunde, ich krieg das gleich hin. Also nochmal. Okay, das ist aber die einzige Möglichkeit hier. Hier könnten wir hin. So, ah, und jetzt könnten wir darüber. So, jetzt. Jetzt mache ich so. Hahaha. Aber jetzt, was ist nun? Ich könnte darüber. Und das ist nicht gut. Weil da würde ich ins Nichts springen. Und auch hier geht es nicht. Aber ich könnte hier lang. Und dann könnte ich hier lang. Und dann komme ich hier drüben. Na, na, na. Okay. Wir sind einen Schritt näher dem Turm gekommen, denke ich mal. Was haben wir denn da? Wie sollen wir denn da rüberkommen? Wenn wir auf dieses Holzbrett springen, fällt das runter. Stimmt. Irgendwie müssten wir das Brett zu uns bekommen, damit wir eine Brücke haben. Nur wie? Wartet mal, Leute. Seht ihr das Kaninchen da, auf der anderen Seite der Schlucht? Ich glaube, ich habe da eine Idee. Okay. Auf jeden Fall ist hier wieder eine Sphäre. Drücke Enter oder Space, um auf speziellen Plattformen wie die links von dieser Sphäre, um mit Tina bestimmte Zauber zu wirken, wie zum Beispiel die Kontrolle von Tieren. Aha. Oh. Oh, tatsächlich, ich bin ein Hase. Nee, ich will lieber so mit Hase weiterspielen. Okay, lieber nicht. Am Ende break ich das Game, wenn ich da jetzt lang... Und nun? Ah! Sind wir nicht ein braver Hase? Das ist eine ziemlich gruselige Schlucht, so mitten im Nichts, muss ich sagen. Hey, Hasi! Oh, man sagt gar nichts. Zum Turm. Vorsicht, Lebensgefahr. Lebensgefahr. Dabei weiß doch noch kein Mensch, was es mit dem Turm auf sich hat. Cool, das wollte ich eben nämlich auch sagen. Wie kann denn da jemand Lebensgefahr hinschreiben, wenn sie noch gar nicht wissen, was da überhaupt ist? Aber das ergibt dann natürlich Sinn. Der Eingang sieht toll aus. Und die vielen Hasen sind super. Das ist er also, der Turm. Merkwürdig. Warum ist es hier so dunkel? Naja, weil der Turm riesig ist und Schatten wirft. Meinte das Mr. Griffiths vielleicht mit böser Aura? Andererseits scheint der Turm auf den ersten Blick tatsächlich harmlos. Ich hab's ja gleich gesagt, kein Grund sich zu fürchten. Gehen wir also hinein? Dafür sind wir schließlich hier. Ja, ist hier sonst noch was? Kann ich hier irgendwo? Ich glaube nicht. Okay. Hat's gemacht. Hä? Wer ist das? Wir sind da. Komm schon, Timmy. Na, spring schon. Ich trau mich nicht. Na los, ich fang dich auf. Das ist ja süß.
eine Viertelstunde zuvor. Hä? Sie kommen nochmal an. Ach so, das war von einer Viertelstunde. Okay. Da sind wir also, am Fuße des Turms. Aber das ist doch das Gleiche, oder? Ja, als Elitetruppe ihrer Majestät, genau. Das sehe ich ähnlich, bin ich gar nicht. Wer weiß, was uns da erwartet? Nun, es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ah, okay. Ich ahne. Aha. Da drüben sind die anderen beiden, Chase und Timmy. Alles klar. Schritt 1 unseres Plans wäre abgeschlossen. Als blinde Passagiere mit dem Zug zum Turm fahren. Check. Jetzt geht es an Schritt 2. Alle Reichtümer aus dem mysteriösen Turm stehlen und dann als reiche Männer leben. Woher weißt du denn, dass es in dem Turm Reichtümer gibt, Chase? Da merkt man, wie viel du noch lernen musst, Timmy. Ein guter Bandit hat sowas im Gespür. Wie erklärst du dir dann die vielen leeren oder mit nutzlosem Inhalt gefüllten Truhen, die wir in letzter Zeit erbeutet haben? Naja, ist doch jetzt völlig egal. Wichtig ist doch, dass ich mir diesmal sicher bin. Also komm jetzt. Aha. Machen wir uns mit denen jetzt wahrscheinlich auch auf den Weg zum Turm. Prolog 1.2, vor dem Turm. Vor dem Turm. Wieso betone ich vor dem Turm? Okay, das sieht nach Wald aus. Ein ziemlich dichter Wald. Aber wir schaffen es schon, uns hier irgendwie durchzukämpfen. Oder auch nicht? Wo geht's denn hier lang? Ach, da wahrscheinlich. Okay. Und dann hier? Nee, da? Hä? Ich schaff's. Da geht's nicht lang. Hier aber. So. Ha! Oh mein Gott. Oha, wir sollten diesen schlafenden Wölfen besser nicht zu nahe kommen. Okay. Du darfst dich an die schlafenden Wölfe nicht näher als ein Feld ranwagen, sonst wirst du zerfleischt. Vorsicht, es zählen auch die diagonalen Felder. Okay. Sekunde mal. Oh, scheiße, hier ist ein... Oh, nee, da darf ich nicht. Okay. Sekunde, jetzt muss ich kurz nachdenken. Kann ich eins höher? Ich dachte, jetzt würde irgendeine Animation kommen oder so. Okay, krieg ich hin. So. Okay, jetzt ganz ruhig. Aha, so geht das. Hier ist auch nicht zu nah. So, hoch. Sekunde mal. So, geschafft. Was haben wir da? Diese Ranken an den Wänden haben gefährliche Dornen, jedoch haben Chase und Timmy aus speziellem Leder gefertigte Handschuhe an, die es ihnen erlauben, an den Ranken klettern zu können. Cool! Yay! Wir haben es geschafft! Was ist das? Ah, eine Brücke. Cool. Ah, okay. Ja, dann wunderbar. Hä? Sekunde. Oh, ach so. Da blockiert ein Stein den Weg. Schieb ihn halt zur Seite. Danke, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ach so, das war der Stein, der uns vorhin fast überrollt hätte. Geil. Das finde ich cool, dass das ineinander greift. Das war knapp. Entschuldigung, ich hatte keine Ahnung. Und jetzt können wir da lang, oder wie? Okay, ist da irgendwas? Nee. So. Oha, krass. Wirklich sehr dunkel hier, stimmt. Warum ist es denn plötzlich so dunkel? Weiß nicht, aber es scheint vom Turm auszugehen. Das ist jedenfalls nichts, was einen echten Banditen aufhält. Komm jetzt, der Turm ist gleich hier rechts. Ich habe gar nicht gedrückt, es ging von selber weg. Das war sehr schnell eben der Text. Oh Gott. Ich dachte ihm, hä, wieso läuft's nicht? Aha, die sind rein und wir gehen hinterher. Tada!
Echte Banditen halt. Wir sind da. Komm schon, Timmy. Na, spring schon. Ich trau mich nicht. Na los. Ich fang dich auf. Hat ihn nicht aufgefangen. Na bitte. War doch gar nicht so schwer. Stimmt. Dann geht's jetzt ab in den Turm. Es hat schon wieder brrr gemacht. Nicht gut. Da sind wir bestimmt an einem ganz, ganz bösen Ort. The Tower. Das war eine sehr süße Vorgeschichte, finde ich. Fand ich gut gemacht. Auf jeden Fall ist viel Potenzial an verschiedenen Rätseln. Die können an den Ranken langlaufen. Muss ich drücken? Nee, ich glaube nicht. Können an den Ranken entlanglaufen oder anderes machen. Muss ich doch drücken? Ah, okay. Oder Magie machen. Also es sind so viele Optionen mit drin, wie das noch nutzbar gemacht werden kann, was sie alles so können, meine ich. Versteht ihr, was ich meine? Also das hatte ich nicht erwartet. Ist ja total unspektakulär. Und drei Wege. Nicht zu vergessen, die wichtigste Frage von allen. Wie kann so ein Bauwerk einfach so aus dem Nichts auftauchen? Jetzt gibt's Stress. Wer seid ihr denn? Dasselbe könnten wir euch fragen. Damit eins mal ganz klar ist, die Schätze und Reichtümer in diesem Turm gehören uns. Wir hatten zuerst die Idee, sie zu stehlen. Reichtümer? Schätze? Wovon redest du? Wir sind hier, um im Auftrag Ihrer Majestät den Ursprung des Turms zu erkunden. Ihrer Majestät? Ihr sucht gar nicht nach Gold und Diamanten? Das wird mir zu blöd. Ich gucke lieber mal, welchen Weg wir jetzt nehmen. Das ist geil. Ihr seid mir egal. Hey, das hatte ich gerade vor. Oh je. Das fängt ja gut an. Das kann ja nur in einer Katastrophe enden, wenn sich hier alle streiten. Timmy! Überprüf mal die linke Treppe. Das ist unsere Treppe. Der denkt sich auch so, die haben doch alle eine Klatsche hier. Bitte gehe einen Schritt nach rechts. Oh oh. Oh mein Gott! Die Decke ist ein... Oh, wir sind getrennt! Leute? Alles klar bei euch? Timmy, bist du in Ordnung? Mir ist nichts passiert und dem kleinen Jungen auch nicht. Mir geht's gut, Chase. Ich bin auch in Ordnung. Voll geil. Mir geht's übrigens auch gut. Nicht, dass jemand gefragt hätte, aber... Was machen wir denn jetzt? Der Eingang ist völlig verschüttet. Vielleicht gibt es in den oberen Stockwerken noch Ausgänge oder Fenster, durch die wir irgendwie hinauskommen. Kämen auf einen Versuch an. Vor allem haben wir keine große andere Wahl. Dann muss ich ja mit dem gehen. Glaub mir, ich bin auch nicht gerade scharf drauf. Okay. Dann lass es uns so machen. Wir sehen uns dann hoffentlich später. Wir auch, Timmy. Cool. Dann wird es ja wahrscheinlich drei Wege geben. Drei Erlebnisse oder so, Abenteuerwege sozusagen. Kapitel 1.1, genau, drei Wege, Emily und Chase. Bringen wir es also hinter uns und suchen einen Weg hinaus. Super Vorschlag, worüber haben wir denn gerade noch gesprochen? Okay, nicht übertreiben, ja? Zuh. Huch. Hä?
Hier sieht's ja komplett anders aus als beim Eingang. Was ist das hier eigentlich für ein Ding? Zudem ist dieser Raum viel zu groß, um in dem Turm zu sein. Keine Ahnung, was hier läuft, aber wir sollten schnellstmöglich meine Truppenmitglieder finden. So, Hauptsache ist, dass ich Timmy finde. Der Rest ist mir egal. Nun, dein Freund ist bei einem meiner Truppenmitglieder. Also haben wir zumindest vorerst dasselbe Ziel. Ist Timmy bei dieser Frau sicher? Ja. Tina wird nett zu ihm sein. Außerdem ist sie eine fähige Magierin. Alles klar. Dann lass uns weiter. Allerdings scheint die Tür verschlossen zu sein. Sicherlich gibt es hier irgendwo einen Öffnungsmechanismus. Schauen wir uns mal um. Okay. Können wir machen. Oh mein Gott, ich kann in ihn reinlaufen. Was haben wir denn da? Da steht was. Zweitens, anschließend gehe wieder 2 Schritte nach Westen und dann 2 nach Keinesfalls, 2 nach Putzen und 2 nach Frei von? What is los? Was ist denn das hier? Eine Statue einer Frau in einem langen Gewand. Sie steht in keiner besonderen Pose oder ist sonst irgendwie auffällig. Drittens, zum Schluss noch 2 Schritte nach oben, 2 nach Frei von und noch 1 nach Keinesfalls. Dann ist es nicht der linke oder der obere. Okay, hört sich nach einem Reihenfolgerätsel an. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf. Im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Okay, hier haben wir noch sowas. Eine massive Steintür, mit roher Gewalt nicht aufzukriegen. Was ist da unten noch? Erstens, die Statue weist dir den Weg. Zuerst gehe 3 Schritte Richtung Westen. Dann gehe 2 Schritte... Also von der Statue aus, oder wie? Sekunde, ich brauche mal einen Zettel. Oh mein Gott, die Lampe fällt gleich um. Quatsch, die Uhr. Ah, die Uhr fällt um. Okay, alles gut. Also, 3-mal nach links. Und dann 2-mal nach oben. Vielleicht ist das hier so eine Art Rätsel. Und wenn man es löst, öffnet sich die Tür. Ich kann mir nie merken, wo welche Himmelsrichtung ist. Gab es da nicht mal so einen Merkspruch? Weiß ich nicht. Ist hier irgendwo was? Wieso ist denn diese komische Ecke hier? Kann ich nicht mit ihm reden? Das ist ja komisch. Okay. Hä, aber was... Was hat das hier zu bedeuten? 2 Schritte nach Westen und dann 2 nach Keinesfalls, 2 nach Putzen und 2 nach Frei vorn? Was soll es sein? Im Osten geht die Sonne auf. Ich kenne dieses... ich weiß den Merksatz wieder. Nie ohne Seife waschen. Ich wusste, es gibt einen Spruch dafür. Nie ohne Seife waschen? Sekunde. Nie ohne Seife waschen. Okay. Da unten. Da ist eine Sphäre erschienen. Nie... Ach so. Okay, verstehe. Nein, ist schon in Ordnung. Ich glaube, dann verstehe ich ungefähr, wie das funktionieren soll. Anschließend gehe wieder 2 Schritte nach Westen. Und dann 2 nach Keinesfalls. Dann ist das nie. Also 2-mal nach oben. 2 nach Putzen wird Waschen sein. Also 2-mal nach Westen, also nach links. Und 2 nach Frei von, also ohne, also Osten. Das wird ja ein langer Weg. So, im... Achso, nee. Wo war denn hier das dritte? Da war doch noch eins. Da. So, und dann zum Schluss noch 2 Schritte nach oben. 2 nach Frei von, also wieder ohne, also wieder nach rechts. Und noch 1 nach Keinesfalls. 1 nach nie, also nach oben. Und dann ist es nicht der linke oder der obere. Also dann wahrscheinlich der rechte. Oder? Nicht links und nicht oben. Okay. So. Also. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2?
Eins, zwei. Oh je. Eins, zwei. Eins. Es geht doch nicht weiter, scheiße. Verflixt, von wo aus müssen wir denn starten? Ich dachte von hier aus. Sie sieht... okay, Sekunde. Na gut, ich hole mir noch den anderen Hinweis. Ja. Versuche einmal... Ja, ach so. Nee, das habe ich mir ja schon gedacht. Aber von wo aus muss ich denn starten? Ich glaube, ich hab's richtig. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. 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 So, meine Lieben, nicht wundern, ich hatte eine ganz kurze Aufnahmepause gemacht und mal beim Entwickler nachgefragt, weil mir das total nicht klar war, was des Rätsels Lösung ist, weil ich das eigentlich immer richtig gemacht habe. Und der Knackpunkt ist, dass hier Mittag nicht für Norden steht, also ich bin davon ausgegangen, dass es 12 Uhr ist, also der Zeiger nach oben, sondern auf diesen Spruch hinweist, im Osten geht die Sonne auf, im Norden hat, nee, im Süden hat sie Mittagslauf, im Westen geht sie unter. Ich glaube, das war jetzt so richtig. Ich finde das zu kompliziert, muss ich jetzt echt mal sagen. Ich weiß nicht, ob die Leute darauf kommen, dass dieses Mittag gemeint ist. Und wenn man das dann nämlich so sieht und nicht immer Norden, sondern Süden eingibt, kommt man zu diesem hier. Geschafft! Die Tür ist offen. Super. Geschafft. Weiter geht's, würde ich sagen. So, dann speichern wir einmal, damit das hier erledigt ist. Dass das nicht nochmal kommt. So. Rein da. Was haben wir denn hier für ein Räumchen? Und ein weiterer Raum. Was soll das hier eigentlich alles? Vielleicht ist der Turm ja das Überbleibsel einer alten Zivilisation. Oder so. Klar. Deshalb war der Turm ja auch schon so lange da und ist nicht erst vor einer Woche erschienen. Dann mach doch einen besseren Vorschlag, wenn du so schlau bist. Lass uns lieber weiter. Okay. Wen möchtest du spielen für die Story? Irrelevant. Na, ich nehme Emily. So. Okay, da sind, okay. Sekunde. Nein, nein, halt. Wartet. Nein, Sekunde. Kann ich so oft drücken, wie ich will? Dann male ich mir das hier auf. So. Was male ich hier eigentlich? Das ergibt gar keinen Sinn, was ich mir hier gerade aufmale. Sekunde mal. Doch, doch, es ergibt Sinn. Sekunde. Ich hab's gleich. So. So. Na, ob das so klappt, das bezweifle ich beinahe. Ihr müsstet das Bild sehen. Vielleicht kann ich das später einfügen. So. So. Und dann geht's hier wieder hoch. Ach so, Sekunde, aber hier geht's dann so rum, ne? Das muss ich, da muss ich vorsichtig sein. So. Okay, wir probieren's mal aus. Vielleicht sollte ich mal speichern hier nochmal. So. Okay. Also. Bis jetzt klappt's. Oh, bis wo war das hier? Nein! Scheiße. Und ein weiterer Raum. Ja, das ist, wenn man das falsch löst, dann wird der Raum neu getriggert. Ich finde, da könnte man vielleicht auch was anderes sich überlegen, weil das ergibt ja storytechnisch überhaupt keinen Sinn. Also, klar, es ist schwer, dass es irgendwie Sinn ergibt, dass man wieder an Anfang von einem Raum startet, aber irgendwie ist das so komisch sonst. Eins, zwei, drei muss ich gehen. Okay, Sekunde, also nochmal. So. So. Eins, zwei, drei. Ich glaube so, ja. Und jetzt... Ja! Geschafft! Oh, wie hübsch! Das ist ja hübsch. Was soll das denn? Ist hier schon Ende? Vorerst schon. Das ist ja süß. Ende der Demo. Danke fürs Spielen. Cool. Also ich finde, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand, dass die Maps sehr, sehr hübsch waren. Also es hat mir sehr gefallen. Das Rätsel mit diesem Fehlen. Oh mein
Gott. Nein, irgendwie ein bisschen umändern würde ich, also wäre jetzt mein Tipp. Ich fand die Rätsel draußen richtig cool, so vor dem Turm. Und dann dieses Pfostenrätsel, das war für mich ein riesiger, schwieriger Berg, den man überwinden musste. Das irgendwie vereinfachen oder, weiß ich auch nicht, oder ein bisschen anders das Rätsel aufziehen, würde ich sagen. Aber sonst kann ich eigentlich mich nicht beschweren. Ich fand das einfach total süß und schön. Ich danke vielmals für diese schöne kleine Demo. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem anderen Let's Play irgendwann demnächst dann wieder. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!